Wir haben die neuen Apple AirPods Pro der zweiten Generation im Test. Welche neuen Funktionen und Extras dazugekommen sind und wie man die in der Praxis nutzen kann, das erfahrt ihr jetzt im Video. Bei den neuen AirPods Pro der zweiten Generation gibt es nicht eine spektakuläre Verbesserung oder eine große Neuheit, sondern viele interessante Verbesserungen im Detail. Die Akkulaufzeit ist mit rund 9 Stunden merklich länger als bei den Vorgängermodellen und das Ladecase verfügt jetzt über eine verbesserte Findefunktion und ist staub- und wassergeschützt nach IPX4. Und der Klang hat sich auch noch mal ein bisschen verbessert oder verändert. Er ist ein bisschen breitbandiger geworden, mit tieferen Bässen, mit etwas glanzvolleren Höhen. Auf den ersten Blick hat sich bei den neuen Apple AirPods Pro der zweiten Generation gar nicht so viel getan. Wir haben die bekannte weiße Schachtel von Apple. Wir haben die bekannte Transport- und Ladedose, in der sich die AirPods befinden. Auch die In-Ear selbst sehen ziemlich genauso aus wie die Vorgängermodelle. Aber ein interessanter oder wichtiger kleiner Unterschied sind die mitgelieferten Eartips, also die kleinen Gumminüpsis, die zum Dichten im Ohrkanal mitgeliefert werden. Und da ist jetzt Apple ein bisschen großzügiger. Bislang gab es die in 3 Größen, jetzt gibt es die in 4 Größen. Kein Riesenunterschied, aber macht die bei kleinen Ohren noch etwas passender. Bei den AirPods Pro selbst sieht man Unterschiede nur im direkten Vergleich. Diese kleinen Öffnungen und Abdeckungen für die Sensorik und für die Mikrofone sind ein bisschen anders angeordnet, etwas größer, zum Teil etwas kleiner. Apple sagt, die Mikrofone für die Geräuschunterdrückung wären auch anders platziert und die Öffnungen optimiert. Das merkt man tatsächlich dann auch beim Hören, nämlich die Geräuschunterdrückung ist nochmal ein Stückchen besser geworden. Die war schon bei den AirPods Pro sehr, sehr gut, so dass sie auch bei höheren Frequenzen, wie jetzt zum Beispiel bei Sprache, gut funktioniert. Aber gerade da legen die neuen Modelle nochmal einen Tacken zu, sodass man damit wirklich extrem gut von der Außenwelt isoliert wird. Mindestens so interessant wie die nochmals verbesserte Geräuschunterdrückung sind die erweiterten Steuerungsmöglichkeiten. Ich stecke die jetzt mal in die Ohren. Und bislang konnte man halt bei den AirPods Pro zum Beispiel einen Telefonanruf annehmen oder Musiktitel nach vorne springen, zurückspringen. Das erfolgte, indem man hier an dem Stäbchen einmal reinkneift oder mehrfach reinkneift. Und was bis jetzt nicht ging, das war die Lautstärkeeinstellung. Aber das klappt jetzt mit den neuen AirPods Pro der zweiten Generation. Dazu reicht es, die an dem Stäbchen mit dem Finger leicht nach oben oder leicht nach unten zu wischen. Der Daumen hält dabei leicht dagegen, sodass die AirPods sich nicht im Ohr verdrehen. Das klappt wunderbar und die AirPods geben dabei auch leichte oder leise Quittungsgeräusche, so ein leises Nüps wieder, damit man weiß, okay, die Stöpsel haben die Befehle erkannt. Die Steuerungsmöglichkeiten der neuen AirPods Pro 2 lassen sich im Detail auch noch einstellen. Das erfolgt nicht wie bei anderen True Wireless Kopfhörern oder wie bei anderen Bluetooth Kopfhörern in einer gesonderten App, sondern das klappt über das Betriebssystem vom Zuspieler, also über iOS, vom iPhone oder vom iPad. Und da zeigt sich auch eigentlich das größte Manko der AirPods. Die lassen sich zwar mit Android-Geräten nutzen, also man kann dann Musik hören, man kann telefonieren, man kann auch die Geräuschunterdrückung ein- und ausschalten, alles gar kein Problem. Aber diese ganzen Konfigurationsmöglichkeiten, die ergeben sich nur in Verbindung mit einem Apple-Zuspieler. Für diese Einstellung gibt es im Einstellmenü vom iPhone einen neuen Eintrag und kann man fast nicht übersehen, das ist ganz oben gleich, sieht man hier AirPods Pro, die zweite Generation. Was wir dann sehen, ist ganz oben der Akkustand, sowohl für die AirPods Pro selbst als auch für die Ladedose. Und ich kann einen Namen vergeben. Es gibt Einstellungen für die Geräuschunterdrückung. Und hier komme ich jetzt zu den Konfigurationsmöglichkeiten, dass ich wählen kann, ob ich mit angehaltenen Kneifen die Geräuschunterdrückung umschalte zwischen maximaler Dämpfung und Transparenzmodus oder auch, dass ich es komplett ausschalte. Alternativ kann ich mit langen Kneifen auch Siri wecken oder mir eben das so hinlegen, dass ich auf der rechten Seite Siri wecke und auf der linken Seite die Geräuschunterdrückung umschalte. Dass die
Gummidichtungen jetzt in 4 Größen mitgeliefert werden, hatten wir gerade schon erwähnt. Und wer sich da nicht sicher ist, welche Größe denn ideal ist, kann das hier mit dem Passtest für die Ohreinsätze leicht überprüfen. Dann gibt das iPhone kurz Musik wieder und anschließend eine Rückmeldung, ob die Gummis die richtige Größe haben oder nicht. Und das ist für in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen klingt es nur mit den passenden Ohrgummis wirklich ideal, ansonsten pfeifen die Bässe an der Seite vorbei und es klingt zu dünn. Und zum anderen kann auch nur mit optimal sitzenden Gummidichtungen die Geräuschunterdrückung perfekt funktionieren. Die 3 Modi für Geräuschunterdrückung oder abgeschaltete Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus, das kennt man schon von bisherigen AirPods Pro. Wobei der Transparenzmodus insofern ganz interessant ist, dass man zum Beispiel im Straßenverkehr dann die Geräusche von außen durchgeleitet bekommt und dass sie damit quasi kompensieren, dass die Stöpsel dicht in den Ohren sitzen und quasi die Ohrkanäle verstopfen. Und neu hinzugekommen ist jetzt die sogenannte adaptive Transparenz. Und die ist super interessant, weil sie erstmal genau das Gleiche macht. Also auch wenn ich jetzt umschalte, ein und aus, merke ich erstmal keinen Unterschied. Ich höre mich selbst und auch die Umgebungsgeräusche in beiden Modi genau gleich. Der Unterschied zeigt sich erst, wenn plötzlich ein sehr, sehr lautes Geräusch neben mir auftritt. Zum Beispiel haben wir draußen gerade eine Baustelle und wenn da eine Kreissäge losjubelt oder jemand mit dem Presslufthammer loshämmert, dann erkennt das iPhone, bzw. die AirPods erkennen das Geräusch und filtern dann genau diese Störfrequenzen und dämpfen die, machen die leiser. Und das merkt man zum Beispiel auch, wenn ein Krankenwagen vorbeifährt mit Martinshorn. Es ist jetzt nicht so, dass man den nicht überhört, dass man den komplett überhört und davon überfahren wird, sondern man hört den noch, aber es schmerzt nicht mehr in den Ohren, weil eben solche extremen Geräusche, die jenseits von 80 Dezibel liegen, dann zunehmend gedämpft werden und dann gute 10 dB leiser sind. Das macht es dann im Alltag sehr angenehm. Es gibt so ein komfortableres Gefühl auf den Ohren, da man im Transparenzmodus ja sowieso nicht so isoliert ist wie in dem normalen Geräuschunterdrückungsmodus. Um die Modi umzuschalten, gibt es noch eine weitere Möglichkeit, wenn ich jetzt nicht an den AirPods rumkneifen möchte oder auch nicht in die Einstellung gehen möchte. Da genügt es, das Kontrollzentrum aufzurufen beim iOS, also von oben zu wischen. Und wenn man dann lange auf den Lautstärkeregler tippt, dann kommt man hier in die Schnelleinstellungen für die Kopfhörer. Und da gibt es dann einen Button für die Geräuschunterdrückung und dann habe ich eben auch hier die 3 Möglichkeiten: Transparenz, Geräuschunterdrückung aus, volle Geräuschunterdrückung. Und ich gehe jetzt mal zurück auf Transparenz, weil das ist der angenehmste Modus, auch wenn man zum Beispiel telefoniert. Nebenbei zeigt sich auch da ein weiterer Fortschritt gegenüber den ersten AirPods Pro, dass nämlich die eigene Stimme beim Telefonieren angenehmer klingt und man dadurch einfach natürlicher reden kann beim Telefonieren, bei Videokonferenzen und weniger geneigt ist, rumzubrüllen. Bei so kleinen In-Ear-Kopfhörern kommt es natürlich vor, dass man die mal verlegt oder nicht genau weiß, wo man sie liegen lassen hat. Und dafür gibt es in den Einstellungen beim iPhone eine Suchfunktion. Und kann ein bisschen weiter runter scrollen und dann ist hier die Funktion Info ist anzeigen. Da zeigt mir dann die Karten-App an, wo ich die AirPods liegen lassen habe. Und wenn ich weiß, dass ich in der Nähe bin, da gibt es eine neue Funktion Suchen in der Nähe. Und die eben eine spezielle Ortungsfunktion hat, die genauer ist als GPS und dann sehr präzise anzeigen kann, wo jetzt eben die AirPods oder das Ladecase liegen. Und wenn ich das Ladecase immer noch nicht gefunden habe, weil es zum Beispiel unterm Sofakissen liegt, gibt es eine neue Funktion, die heißt Ton abspielen. Und dann macht sich eben das Ladecase mit Signaltönen bemerkbar. Und da sieht man auch eben einen weiteren Unterschied bei den neuen AirPods Pro 2. In der Unterseite sind eben die Löcher im Ladecase, wo der Lautsprecher seine Signaltöne rauspustet. Die nächste Neuerung findet sich nicht nur allein bei den neuen AirPods Pro 2, sondern die betrifft auch die Vorgängermodelle, die AirPods Pro. Und auch die normalen AirPods in der 3. Generation, also die AirPods ohne Pro, die dann ohne Geräuschunterdrückung ausgestattet sind. Und auch die großen Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max, die profitieren ebenfalls von dieser Neuerung. Und zwar ist es in den Einstellungen, die man eben im iOS findet, in der neuen Version 16, gibt es hier Möglichkeit, die Klangwiedergabe
anzupassen. Und zwar explizit den sogenannten 3D-Klang oder 3D-Audio. Kurz vorneweg, was macht 3D-Audio? 3D-Audio ist eine Signalaufbereitung, die normalen Stereoton, aber auch Raumklang wie Dolby Digital oder Dolby Atmos speziell für die Wiedergabe über Kopfhörer aufbereitet. Das ist eine ziemlich trickreiche Geschichte, weil dazu muss man so ein bisschen wissen oder sich veranschaulichen, wie denn Menschen räumlich hören und den Unterschied zwischen Ereignissen vor einem und hinter einem unterscheiden können. Da spielt die Anatomie eine ganz entscheidende Rolle. Und zwar explizit die Anatomie der Außenohren und auch die Form des Kopfes. Je nachdem, ob jetzt Schall von vorne erklingt oder von hinten, also ob jetzt meinetwegen jemand vor mir steht oder hinter mir steht, verändert das Außenohr und verändert auch die Kopfform die Klangfärbung. Und so kann eben ein Mensch unterscheiden, ob ein Schallereignis von vorne, von hinten oder von oben kommt. Die Unterscheidung von rechts und links, die ist ja relativ einfach, weil wir zwei Ohren an den beiden Seiten vom Kopf haben. Und aber eben die den gesamten räumlichen Klangeindruck, dafür sind die Außenohren und der Kopf ganz entscheidend erforderlich. Bei der Kopfhörerwiedergabe ist es nun mal dann so, dass die Außenohren und auch die Kopfform dann aus dem Spiel sind. Nämlich die In-Ear-Kopfhörer, die geben den Schall ja direkt in die Ohrkanäle wieder. Das heißt, die Einflüsse, die sonst durch die Außenohren und durch die Kopfform ausgeübt werden, die sind dann erstmal außen vor. Und da setzt das 3D-Audio von Apple an. Es gibt auch andere Verfahren von anderen Herstellern, aber bei Apple ist es jetzt eben im Betriebssystem integriert. Da werden dann eben Schallanteile, die von hinten zu hören sein sollen, so bearbeitet, als wäre da mein Außenohr dazwischen gewesen. Das gibt es auch schon bei den bisherigen Betriebssystemversionen seit iOS 14, glaube ich. Aber das war dann eine pauschale Verarbeitung, die quasi für das Durchschnittsohr und für den Durchschnittskopf vorgenommen wurde. Weil nur der Mensch sehr verschieden ist, wird das jetzt individualisiert. Und das ist sehr abgefahren, nämlich dazu nutzt Apple die Face-ID-Kamera, also die Kamera für die Gesichtserkennung, die auch 3D-Sensoren hat, um ein dreidimensionales Profil aufnehmen zu können. Um also jetzt diese Anpassung von 3D-Audio mit der Face-ID-Kamera vorzunehmen, tippe ich auf 3D-Audio. Dazu muss man die AirPods aus den Ohren nehmen und dann auf 3D-Audio personalisieren. Das Betriebssystem leitet mich dann Schritt für Schritt durch den Vorgang und insofern ist es komplett selbsterklärend. Ich tippe nochmal auf Vorfahren. So, rausgenommen habe ich sie. Und dann geht es erstmal um die Vorderansicht. Und damit da eben das Profil schön aufgenommen wird, muss man dazu auch sein Gesicht ein wenig bewegen und den Kopf kreisen, was eben zur Entspannung bei Bildschirmarbeit ohnehin empfohlen wird. Man muss noch nicht hingucken. Das iPhone gibt mit einem Vibrationston oder mit einer Vibration zu erkennen, wenn die Geschichte fertig ist. Jetzt ist er fertig und jetzt kommt die Seitenansicht an die Reihe. Das fängt mit dem rechten Ohr an, man muss auch nicht nachdenken, er meldet sich, wenn man das falsche Ohr zeigt. Dann geht es mit dem linken Ohr weiter und und auch da meldet er sich mit Vibration, wenn er es erkannt hat. So, auf Fertig drücken und schon ist personalisiertes 3D-Audio konfiguriert. Und im Nachgang kann man das auch leicht umschalten, indem man entweder hier in dem Menü das hin und her schaltet und aktiviert und deaktiviert oder eben wieder bei der Musikwiedergabe in dem Kontrollzentrum da wieder lange drauf drücken. Wenn ich jetzt nicht auf Geräuschkontrolle gehe, sondern auf 3D-Audio. Und bei der 3D-Audio-Wiedergabe gibt es noch einen weiteren Trick. Das ist das sogenannte Head-Tracking. Auch das können die vorherigen AirPods Pro auch schon und auch die AirPods der dritten Generation ohne Pro und auch die großen Over-Ears
AirPod Max. Und das heißt hier in der deutschen Übersetzung Kopferfassung und hat den Effekt, dass wenn ich den Kopf bewege, die Klangabbildung stabil bleibt und zwar da, wo mein iPhone liegt oder mein iPad. Und soll zum Beispiel einmal natürlicheren Klangeindruck beim Filmgucken ermöglichen, auch beim Spielen, weil ja auch in der Realität, wenn ich jetzt meinen Kopf bewege, bewegt sich ja nicht das ganze gehörte Klanggeschehen mit, sondern wenn vor mir jemand spricht, der bleibt ja da stehen und ist dann halt, wenn ich meinen Kopf drehe, nur noch im rechten Ohr zu hören. Und diesen Effekt simuliert quasi diese Kopferfassung. Und das ist je nach Situation manchmal auch ein bisschen spooky, ein bisschen lästig, aber man kann es dann eben auch sehr schnell abschalten, einfach im Kontrollzentrum. Während 3D-Audio bislang manchmal etwas hohl klingen konnte oder manche Härte im Klang mit sich brachte, ist da das personalisierte 3D-Audio deutlich ausgewogener, angenehmer und glättet eben diese leichten Härten im Klang. In der Summe macht es sehr schwer zu sagen, was jetzt das Besondere oder die größte Errungenschaft bei den neuen AirPods Pro 2 ist. Die Klangverbesserungen, ja, sind hörbar, aber da waren die Vorgängermodelle auch schon gut. Akkulaufzeit ist gut. Wir haben im Test um die 9 Stunden gemessen. Je nach Durchlauf war es ein bisschen mehr, mal wenige Minuten drunter. Wir sind auch schnell wieder voll, schon nach 10 Minuten in dem Ladecase tanken sie schon für gut 3 Stunden wieder auf. Das ganze Handling ist sehr, sehr einfach und reibungslos. Und das ist vielleicht auch so die große Stärke der Apple AirPods Pro. Dass sie gut klingen und dass die Geräuschunterdrückung gut ist, das kann man erwarten bei 300 Euro. Aber das Gesamtpaket mit den Extras, mit den Anpassungsmöglichkeiten und eben der reibungslosen Funktion, das findet man so in der Form nur bei ganz wenigen Bluetooth-Kopfhörern.